Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sacred 2 Eisenblut mit dem Community Patch 1,40 oder 0140. Und wir werden jetzt statt die Triade doch irgendwas anders machen, aber direkt auf Saber. Und ich bin alle mal durchgegangen, habe alle mal studiert und ich werde den Inquisitor nehmen und ihn auf Inquisitionsaspekt machen. Das hat der Vorteil, wieso legt das jetzt so? Ach, Freps, komm. Dass er einen Doppelgänger hat, den können wir dann auch als Buff nehmen. Dann hat er gute AOE-Schaden und er profitiert dann auch von anderen Aspekte, also die zwei anderen Aspekte. Der Inquisitionsfokus hat außerdem noch die Möglichkeit, die Gegner heranzuziehen und sie dann wegzuschleudern und so weiter. Also ja, dann kommt noch Eifer dazu, das erhöht die Zaubergeschwindigkeit und Schändung ist, glaube ich, die Attacke, die Explosion herbeiruft. Kann man dann noch nehmen vom Machtfokus, oder ist das der, nein, das ist der Unterweltfokus. Der hat, es leckt einfach, ich weiß nicht wieso, ah, jetzt ist es gut. Freps hat sich wieder bekommen. Er bietet, mehr Gegenstände von den Gegnern zu bekommen. So. Der Kistenträger machen wir schwarz. Das sieht nicht so schön aus. Ja komm, machen wir einen schwarzen Teif. Wenn wir schon dunkel sind. Und das Aussehen, was wollen wir sein? Ein bisschen etwas Unnatürliches. Ganz schwarz. Nee, das sieht dann so komisch aus in-game. Ich habe schon mal ausprobiert. Wir können so einen roten Touch. Geht leider nicht, es gibt keine roten. Gelb könnten wir. Wir könnten gelb sein. Oder wir könnten. Ach komm. Wir nehmen so grau. Und hier können wir Licht nicht auswählen, weil wir Equalizer sind. Die Seraphim kann keinen Schatten auswählen. Und bei den Dingen, auch wenn Care der schlechteste Gott von allen ist, wir nehmen Care, auch weil wir dann ein paar Sonderquests haben, die zum Inquisitor angeschnitten sind. Weil Kuan bringt's nicht. Dann töten die Gegner, das ist nicht so gut. Und Testa. Heilen müssen wir nicht. Also nutzen wir Care. Und eben auf Silber fangen wir schon an. Und dann können wir eigentlich starten. Das meiste erzähle ich dann sowieso in-game. Also erkläre ich in-game. Komm, laden. So. Zum schläfrigen Dachs. Der Bote ist also tot, sagt ihr. Gute Arbeit. Wenn es mir, uns nicht gelungen wäre, diese Intrige zu verhindern, dann hätte das einige der hohen Inquisitoren in Dilysium den Kopf kosten können. Lasst uns darauf anstoßen. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich mich gleich auf den Weg nach Dilysium mache, um von unserem Erfolg zu berichten. Die Inquisitoren werden sehr zufrieden mit uns sein. Natürlich werde ich eure Rolle in der Sache gebührend betonen und ich bin sicher. Was ist mit mir? Warum brennt meine Kehle? Was habt ihr getan? Okay.
damit wir direkt den angreifen, der eigentlich hier rauskommen sollte. Nicht buggen, das Spiel buggt ein bisschen. Ja, und unsichtbare Gegner sind auch immer gut. Ach, stirb doch endlich. So. Und hier drinnen haben wir den nächsten Gegner. So. Das Besondere am Inquisitor ist, dass er kein Schild tragen kann. Da können wir zwei Waffenkampf nehmen oder wir könnten irgendwas nehmen, was eine Zweihandwaffe oder so. Und wir haben schon den ersten guten Angriff, der Fächerblitz. Ich hoffe nur, den können wir gut zügeln. Weil der Inquisitor schießt eigentlich immer in den Boden hinein und das ist nicht so gut. Und deshalb, ja, deshalb bringt es da nicht so viel. Aber hoffentlich bekommen wir das in den Griff. Schauen wir mal hinten, hinter der Taverne. Hier hat es einen Angelplatz. Okay. Und zwei Fässer. Da hat jemand etwas verbuddelt. Das ist wahrscheinlich der Bote gewesen. Ja, der Bote wurde hier erschlagen. Hingeschleift und erschlagen. Hier haben wir einen Brunnen. Aus dem Brunnen bekommt man eigentlich jedes Mal einen Heiltrank. Das ist sehr gut und hilfreich. So, und hier oben haben wir einen Dachboden mit nichts. So, schauen wir uns die Skills mal an. Ups. Hinrichtung ist ein starker Schlag, der Umgebungsschaden macht. Ah nein, der macht einen Gegnerschaden, der macht Umgebungsschaden und verlangsamt die Gegner. Prange ist einfach ein starker Angriff mit Giftschaden. Und die Gegner bekommen eine Chance, ihn anzugreifen und nicht den Inquisitor. Da ist Eifer, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und die Waffen, also die Magiegeschwindigkeit auch mit einem Zusatzding. Da können wir kurz anschauen. Erhöht zusätzlich Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit. Fügt einen Geschwindigkeitsbonus für Zauber hinzu. Also Angriffsgeschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist für die Marke, das müssen wir dann noch schauen. Und hier haben wir Kasteiung, erhöhten Schaden, aber leider nur den physischen Schaden und ich glaube nicht für Zauber. Dann lassen wir das mal noch. Und hier haben wir den Fächerblitz. Ja, es schießen so im keilförmigen Bereich Blitze raus. Und hier Machtstoß. Ein Gegner in mittlerer Reichweite wird weggestoßen. Machtsoß zieht sie heran. Doppelgänger schützt uns. Und wenn wir sterben, verwandelt sich der Doppelgänger in uns. Und wir können weiterleben. Sehr gut. Und wird übrigens auch zum Buff. Das nehmen wir dann. Und hier haben wir Vergeltung. Eine Aura, die gegen Fernkampfschaden schützt und sie zurückwirft. Und hier haben wir Seelenraub, mittleren Kälteschaden und reißt den Opfer die Seele raus, dass das die Attribute des Opfers stark limitiert. Und Versklavung, ein kanalisierter Strahl trifft den Gegner und lässt ihn erstarren. Dann haben wir hier noch Schändung. Schändung ist der Angriff, der mit Gier mehr Gegenstände, also nochmal Gegenstände von der Leiche zu bekommen. Könnten wir auch dann mal ein bisschen leveln. Da können wir ruhig reinwerfen, wie wir wollen, weil wir einfach nur bei Bosse den einsetzen. Und hier entsetzen, alles wird verlangsamt. Und der Seelenfänger-Buff erhöht die Angst und Verteidigungswert, je mehr Seelen wir uns bei uns aufnehmen, die wir von gegnerischen Toten bekommen. So. Also machen wir mal einen Angriff mit Fächerblitz. Okay.
da haben wir auch noch einen. Ich mag jetzt persönlich die Kampfmusik nicht so. Das ist Geschmack. Aber ja, das müssen wir uns nicht unbedingt immer anhören. Wir können die Musik getrost mal ausmachen. Wenn es euch nervt, dann sagt es bitte. So. Jetzt sind wir in Einbach, der kleinen Siedlung, wo wir am Anfang von der Triade hingekommen sind. Und hier drüben ist ja das Goblin-Lager. Ich kann es kurz auf der Map zeigen. Ja, hier. Hier ist die Siedlung und hier unten hat die Triade den Startpunkt. Wir müssen aufpassen, dass wir genug Heiltränke noch haben. Wir machen irgendwie Dartschaden, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, vom Fächerblitz wahrscheinlich. Ja, Magieschaden über Zeit 4,8 pro Sekunde. Gut. Also, dann gehen wir mal. Noch in die Siedlung. Ja, die machen recht viel Schaden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sterben. Weil am Anfang ist der Tod schon ein bisschen schlimm. So, wir nehmen... Wir nehmen... Ja, wir können halt nichts kaufen. Wir holen mal den Kobold. Ah, das sieht noch gut aus. Nicht schlecht. Und legen ihm mal die Angriffswertringe und Schadenphysische Ringe mit an. Und hier haben wir Versklavung. Doppelgänger haben wir hier. Machtzug. Und so weiter. Also dann verwenden wir mal Seelenfänger, haben wir noch nicht. Seelenfänger. Das ist der Buff. Gut. Machtzug. Haben wir auch nicht, Doppelgänger und Versklavung ist hier. Können wir alles mal ausprobieren. Ich wollte ausprobieren. Da der Blitz sowieso nicht so gut ist, machen wir mal Ding rein. Doppelgänger. Und ja. Ihr seht es, jetzt habe ich wieder in den Begriff bekommen, dass es nicht leckt. Weil man muss eigentlich Sacred 2 nur mehr Priorität bei den Prozessen hinzufügen, dann leckt es nicht. Also, dass Sacred 2 mehr RAM fressen kann und das macht, dass die Engine halt nicht leckt, anfängt zu lecken, weil es eben zu wenig RAM vom PC nehmen kann. Weil jedes Programm tut nur einen bestimmten Prozentsatz von der RAM fressen und das ist zu wenig, weil Sacred 2 ist dort zu überfüllt. So, Level 2. Und jetzt alles auf Intelligenz eigentlich, oder? Ja, alles auf Intelligenz, wir brauchen Schaden. Und nehmen hier den Inquisitionsfokus, oder nein, Machtfokus. Machtkunde. So. Jetzt können wir weiter. Ja, also. Ich hoffe, der gefällt mir jetzt besser. Ich hoffe es. Aber wird sicher auch werden. Wir müssen noch warten, bis wir den Ding weiter einsetzen können. Den Doppelgänger. Aber jetzt haben wir zwei. Jetzt können wir noch einen dazu nehmen und das ist Versklavung. Probieren wir den Versklavungsskill mal aus. Hier hinten hat sich ja noch den... Ah, das ist der Angriff. Der ist recht gut und wir haben einen Begleiter bekommen. Das war mal wieder
Lebensdauer 30. Okay, gut. Da können wir ganz viele Begleiter heranbeschwören. So sind wir doch viel stärker schon. Ah, sehr schön. Oh, und die zerfetzt es gleich. So, machen wir das mit dem Wilderer. Diese Quest nicht vergessen. Die habe ich früher immer vergessen zu machen. Ja, yeah, sehr schön. Und den können wir auch angreifen. Das ist ein recht gutes Kill gegen Bosse. Oder gegen einzelne Gegner. Das macht doch Spaß. Die Gegner können sich nicht mehr bewegen. Aber wir können uns bewegen, oder nur am Schluss. Aber egal. So, Doppelgänger kommen. Ihr müsst schon angreifen. Ha, ich liebe den Inquisitor. Jetzt schon. So. Wir haben immer begleitet, aber... Aber schade, dass es nur beim menschlichen Begleiter geht. Vielen Dank. Ich werde die Stachelschildkröten-Eier wegwerfen und sie den Raben oder den Krähen oder so Vögel, die Eier essen, weiß ich jetzt nicht alle, aber vor allem denen übergeben. Wir sind ja böse. Als Inquisitor muss ich ein paar böse Witze machen. Ah doch, die Dinge gehen auch, die Stachelschildkröten, aber die sind viel zu langsam. Jetzt ist er auch schon tot, die Schildkröte. Sehr schön. Ja, ich kann mich auch nicht bewegen. Aber wenn man so begleitet dabei hat, ist der eigentlich recht gut, das Kill. Aber eben, ich möchte ihn nicht allzu viel verwenden. Und außerdem ist er auch nicht gut in Gruppen, also die Gegner können mich immer noch angreifen. Hey, was ist jetzt los? Ich sei zu stark. Geht's noch? Bauchweh? So. Ah, wir sind erst hier. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Wir wollen den Fischer holen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die halten mehr aus plötzlich. Oh Gott, oh Gott. Ach, geh weg. Ja, es ist halt viel schwerer, wenn man jetzt schon auf Silber startet. Komm, ich brauche Heiltränke. Ah, hab noch 6 Eidenke. Und wir haben gar keine Heiltränke da. Oh Gott, das wird noch ein Spiel.
Gluthitze vom vom Tempelwächter. Oh. Schauen wir doch mal die Kleidungsstücke an. 13 ist viel besser. Und hier 4 und Intelligenz. Sehr schön. Einen Gürtel haben wir auch noch, aber hier haben wir Ausdauer drauf. Darum ist der besser. Und jetzt müssen wir hier runter. So. Einen Begleiter haben wir. Wenn jetzt mehrere angreifen, haben wir wenigstens ein bisschen besseren Schutz. Meichelmörder. Schuhe. Schuhen. Sehr schön. Die stirbt. Ja. Den will ich auch. Okay, zu spät. Oh, hier jetzt noch mehr. Aber wir haben so viele Begleiter, das ist so geil. So. Ich möchte hier. Gut. So, Machtkunde ausbauen. Und Intelligenz. So. Der nächste kann man eben nur bei Level 5 weiter ausbauen. Erhöht die Reichweite der Blitze, erweitert den Winkel des Wirkungsradius. Ich möchte gerne hier hat der Guide Haus empfohlen. Merkt mir noch nicht. Beim Doppelgänger, da weiß ich, was ich nehmen will. Und zwar Lebensregenerierung. Wenn er keine Lebensregenerierung hat, dann stirbt er irgendwann. Und Angriff und Verteidigung ist eigentlich recht groß beim Doppelgänger. Darm Vitalität. So, weil wir haben ja einen Buff und wollen den am Leben halten. Die Schildkröte kommt zu mir oder kommt eben nicht zu mir. So. Wir bauen ein bisschen Doppelgänger aus, auch wenn er nicht so stark ist. Und wir haben ein Spinnnetz auf der Robbe. Cool. So. Noch ein Kobold mitnehmen. Die Kobolde sind eigentlich relativ schwach noch. Die werden dann später zu Nerven zeigen. Ah ja, stimmt. Genau. So. Oh Gott. Wir sind halt zu stark für dich, Kobold. Darum ist es schnell vorbei, als du dich umsehen kannst oder dass du es merkst. So, jetzt werden wir mal ein paar Sachen verkaufen, die Quests abgeben.
gut und wir haben schon viel mehr erlebt, also halten es jetzt auch besser aus. Ein glorreicher Tag für mich. Die Inquisition. Ja, die Inquisition. Die wird stolz auf dich sein. Kleiner Bischi. Und hier. Aber auch nichts bekommen. Geht's noch. Seid gegrüßt. So, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Geld. Entsetzen. Schändung. Schändung. Hinrichtung. Okay, Zauberintensität wäre nicht schlecht. Nein, nein, brauchen wir nicht. Eine bessere Rüstung, ne. Schaden. Eine Pistole könnten wir nehmen. Zu wenig Geld. Wir kaufen jetzt diese Pistole. Wir sind jetzt der Inquisitor aus den Star Wars Filmen. Und werden jetzt alle töten mit unserer Energiepistole. Na, gibt's hier Gegner? Wo haben wir die Charakterquest für den Inquisitor? Nicht hier. Oh, die ist so stark. Wir könnten eigentlich auch einen Inquisitor machen mit Fernkampfwaffen. Aber wir können, glaube ich, nicht zwei Pistolen Ding einsetzen. Nein, ist nicht so gut. So, du kommst mit. Du hier drüben. Gibst mir die Quest. Was ist denn los? Ich verkaufe den besten Honigwein. Willst du kosten? Ich glaube, die Dorfbewohner mögen uns nicht so sehr, weil wir Inquisitor sind. Und loben uns dadurch auch nicht mehr. Schade. Weshalb störst du mich? Ja, zum Beispiel solche Dinge werden wir anhören müssen. So, jetzt gehen wir in die Stadt. In die City, wir cruisen in die City. Wenn wir in die City cruisen. Wir sind die coolsten und die schwulsten. Wenn wir in die City cruisen. Was denkt ihr, welche Stoffe werden im Frühjahr an den Höfen getragen? Ich bin ein arger. Oh, da ist ein schöner Helm. Und der ist schwach. So, wir haben den Stahlgladius, den verwenden wir auch später mal. So, aber wir setzen Energiepistole ein. Was ist euer Anliegen? Wir wollen heute im Gasthof speisen. Hier ist noch eine Quest. So, jetzt gehen wir unten zu Britney Spears. Aber zuerst gehen wir noch hier und nach oben. Hallo, was hast du denn für eine Robe? Aha. So. Hier ist Britney. Die Statue soll an Britney, eine begabte Bardin, erinnern. So, wir müssen zum Inquisitor, der ist hier oben auf dem Berg. Doppelgamer, komm mal raus. Und dann. Hier hinten.
Jetzt ist da bekommen ein... Muss doch mal hier sein. Wieso sind die nicht mehr hier? Hi, du. Lokrisi. So, Todesspieße ist auch nicht für uns. Ist auch für den Tempelwächter. Einen Ring haben wir hier. So. Meine Spione haben mir mitgeteilt, dass die Adligen einen Angriff auf unser Hauptquartier planen. Wenn meine Informanten recht haben, dann wird dieser Angriff von Süden her erfolgen. Mhm. Du, dass du die Kommandantin warst. Okay. Die Erlaubnis nicht zu entfernen. Danke. Machen wir. Was haben wir für Items? Okay, Schaden physisch plus 6% ist doch recht nett. Wenn wir physisch überhaupt angreifen, hier greifen wir nicht physisch an. Aber für die Energiepistole ist doch das, ne? So, jetzt laufen wir wieder so herum. Hier ist auch kein Versteck. Schade. Naja, gehen wir hier runter. Gib mir einen Wolf. Ich möchte einen Wolf haben. Nein! Und wieder bleibt die Garde siegreich. Nein! Du Miststück! Greif ihn zuerst an. Jetzt geht es besser. Jetzt haben wir einen Wolf. Gut. Und der Hase wird dich auch versklaven. Komm her. Ich muss dich versklaven. Du kleines Miststück. Hallo Zombie. Ich möchte dich ein bisschen kaputt schänden. Komm rein. Den Zombie möchte ich mitnehmen. Hallo Zombie, das ist doch toll. So, die hier haben wir. Und jetzt müssen wir noch den Wolf. Und wieso? Was ist jetzt los? Ah, wir sind in die Höhle gegangen. Oh Gott. Töten. Wir müssen töten. Und wieso greifst du nicht an? Jetzt greifst du an. So, was haben wir in dieser Höhle? Noch mehr Gegner. Zwei Gänge. Ich möchte die große Ratte, bitte. So, und ich möchte ich auch gern. Haha, wir haben zwei Riesenratten. Zwei Schaden macht die. Wow, ist das aber stark. So. Das Problem bei den Beschwörungen ist dann, wenn man immer den anklickt, sondern den Hintergrund und so, weil die zu große Boxen haben, kann man aus engen Räumen und so nicht mehr gut rausgehen. Und ja, das ist nicht so gut gemacht. So, schauen wir mal an, was wir noch fürs Case lernen können, die wir noch nicht haben. Zum Beispiel hier Vergeltung haben wir noch nicht, oder? Ja. Hinrichtung. Hinrichtung können wir verwenden. Entsetzen. Wo ist Entsetzen? Da.
Schändung. Auch noch nicht. Ich könnte mal Schändung zeigen. Und dann kann ich noch... Ah, hat's keine... Okay. Aber Schändung möchte ich mal zeigen, wenn wir eine Leiche haben. So. Da können wir natürlich nicht einsetzen. Wir brauchen mehr Gegner. Na, welchen? Wo seid ihr? Kein Respekt vor der Krone der Schöpfung. Hier haben wir Frostschlag. Aha. Ich möchte gerne einen kleinen irgendwo anlocken. Hier haben wir zum Beispiel einen kleinen und dann den großen Angriff. Wow, ist das eine große Explosion. Jetzt bin ich stolz. Dafür wirst du sterben. So. Und ja, bald haben wir ein Level up. Gehen wir extra hinten durch. Oder gehen zuerst vorne durch. Und holen kurz die Kisten dort. Und dann gehen wir hinten durch. So. Da sind die Kisten, Fässer. So, dann schauen wir mal, was wir dann noch also welche Runen wir noch beim Ding nehmen sollen. Beim Magier Combo Meister. Später kann man noch richtige Kombos machen, die noch sehr hilfreich sind manchmal. Und dann kann man noch ja, sie schnell ausführen durch die Combo. Oh, ich werde das Pet feiern. Ich habe das Pet noch nie gehabt. Ich war noch nie so weit mit dem Inquisitor. Das bekommt man übrigens im Menschengebiet. Ich werde es so bald wie möglich holen. Schauen wir die Reliquie des Frostes an. Die haben einfach, wenn sie gelb sind, mehr Rüstung. So, dann haben wir hier einen Verteidiger, den wir natürlich nicht ausrüsten können. Inquisitoren brauchen keinen Schild. Inquisitoren brauchen einen Wolf. Okay, dann gehen wir kurz noch auf den Wachturm, nehmen die Quest dort an und laufen dann so zurück. Oh, schöne Aussicht. Lol, da kommt sogar noch ein Gegner hinein. Und Ingwer hat hier ein bisschen den Turm angestrichen. Oh Gottchen. Nein, es verschwindet wieder. Nein, bitte die schöne Farbe. Nein. Was habt ihr gemacht mit der schönen Farbe? So. Wir haben ein Level up. Machen hier Machtkunde und nehmen dann dazu Machtfokus, genau.
Ja, muss da noch Ding nachschauen, was wir scannen. So. Dann werde ich hier oben noch den Schrein besuchen. Wir brauchen Heiltränke. Die sind in den also in den Kirchen und Tempeln oft zugange. So. Hier könnten wir noch kurz beten zu Ker. Die ist hier hinten. Das ist Ker. Ja. Eine schöne Dame. Mit sexy Brüsten. Totenkopf. Ker, gib mir Kraft, das Let's Play gut zu machen. So. Da bekommt man einen Erfahrungsbonus für einige Zeit. Macht's gut. Und scheut euch nicht, euch jederzeit meine Meinung einzuholen. Ein weiterer Haken im Auf Wiedersehen. Seid gegrüßt. So, jetzt haben wir noch Kasteiung und Seelenraub, aber ich glaube, beide haben wir. Seelenraub haben wir ja noch nicht, ne? Okay. Das schauen wir dann einmal an. Ausgaben haben wir. Und Kasteiung haben wir. Gut. So. Verkaufen wir die Sachen. Weshalb sollte ich mit euch sprechen? Seid gegrüßt. Die dunkle Seite kommt heute wohl ohne Macht daher. Und wir tun hier noch etwas kaufen vielleicht. Aber wir müssen umenden. Genau. Wir müssen hier schauen, was wir noch nicht haben. Machtstoß. Hast du etwas Zeit zum Spielen mit mir? Oh, willst du spielen? Wollen wir einen Horrorfilm nachspielen? Wir brauchen Macht und hier Machtstoß. So. Machtstoß werden wir mal einsetzen. Also jetzt schauen wir nochmals kurz bei Gegnern. Ah, und hier haben wir eine Quest. Hallo, ich bin Sheik Alana. Wir kennen uns nicht, aber in diesem Brief hier steht, dass du meinen Vater kanntest. Dieses Stück Papier ist das einzige, was mir von meiner Familie geblieben ist. Hier, schau ihn dir einmal an. Weißt du etwas über meinen Vater? Glotz mich nicht so blöd an, ich bin auf der Suche nach meiner Vergangenheit und du stehst nur da und glotzt. Ach, das ist doch alles Zeitverschwendung. Die Inquisition. Was gibt es so Dringendes? Nach dem letzten Fest habe ich die Nacht auf dem stillen Ort verbracht. Frag den Kommandanten des Lagers im Norden nach der Verbrecherbande. Verzeiht aber das nicht eben Sheik Alana, die Anführerin dieser Verbrechersbande, die überall gesucht wird. Ich bin mir sicher, dass sie es war. Der Kommandant des Lagers nördlich von hier hat öfter mit der Bande zu tun. Wenn ihr etwas über sie rausen wollt, fragt ihn. Okay, gut. Also jetzt probieren wir die zwei Skills noch aus. Wir werden hier diese Quest doch annehmen. In der Ding hat es auch noch. Ja. In der Taverne. Was? Dass die Bösen keine Lieder haben, oder was? Keine Ahnung, was die gesagt hat. So, hier müssen wir noch annehmen. Gut. Und hier das Gold mitnehmen. 44 Gold, nicht schlecht. Die Raupe gefällt mir irgendwie besser. Von nahem sieht sie tausendmal besser aus als von weitem. Da sieht sie einfach so ein bisschen grün aus, mehr nicht. Die Details machen es doch aus. So. Wo haben wir denn hier einen Gegner? Ich möchte ihn wegwerfen. Wow, sehr stark. Dann benutzen wir mal. Okay. Aha. Also gehen wir zurück und
beenden den Part, damit wir einen neuen Part machen können. So. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.